360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war. Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, Zurück ins Leben. Das ist der zweite Teil meines Interviews mit Marco Nykamp und Cornelius Behrensen. Und wir reden über das super Antioxidans Astaxanthin, was ein ganz besonderes ist. Im ersten Teil hast du schon richtig viele Infos zu Astaxanthin bekommen. Und jetzt im zweiten Teil geht es im gleichen Tempo weiter. Wir reden darüber, ja, was einfach gesundheitlich jetzt auch auf dem Programm steht. Was kann Astaxanthin für dich tun? Da geht es um Gelenke, da geht es um Alzheimer, da geht es um Makuladegeneration, Haut und so weiter. Wir reden über mögliche Nebenwirkungen. Wir reden darüber, welche Dosis man braucht, was die Quellen sind, natürliche und unnatürliche Quellen bzw. Supplemente und Fisch und ja, was sind gute Produkte, was sind keine guten Produkte, also nochmal richtig viel Infos in dieser Episode und ja, ich freue mich, dass du heute dabei bist und wir springen gleich rein in den zweiten Teil von meinem Interview. Viel Spaß! Vielleicht können wir noch mal ein bisschen herausarbeiten, was das Besondere an Astaxanthin ist. Zum Beispiel habe ich gelesen, dass es als Antioxidant 6000 Mal stärker ist als Vitamin C. Ja, das liest man hier und da. Es gibt verschiedene Studien, die bewegen sich von 50 Mal stärker über 500 Mal stärker bis 6000 Mal stärker. Das ist wieder schwer. Es gibt ja diesen ORAC-Wert zum Beispiel, mit dem die Stärke von Antioxidantien bestimmt wird. Ja. Der wird manchmal herangezogen, wird aber auch manchmal angezweifelt. Also auf eine feste Zahl würde ich mich da jetzt nicht festlegen. Aber das ist durchaus was da sehr interessant ist. Ja, was macht Astaxanthin sonst noch aus? In einem Besonderheit ist auf jeden Fall noch, also ich habe noch bisher von keinem anderen Oxidans wie Vitamin C gehört, dass es eine positive Wirkung auf die Schilddrüse haben kann, zumindest wenn man unter Hashimoto leidet. Wir haben das früher in den Facebook-Gruppen so gelesen, dass jemand gewarnt wurde, man solle Astaxanthin nicht einnehmen, wenn man Schilddrüse-Schwierigkeiten hat, oder es hieß allgemein, dass Astaxanthin zu einer Schilddrüse-Überfunktion führen kann. Wir haben oft darüber nachgedacht, wieso das so sein sollte, weil wir uns das überhaupt nicht erklären konnten und sind dann eben darauf gekommen, dass eigentlich diese Klagen nur von Hashimoto-Patienten hörbar waren im Grunde. Und da haben wir weiter überlegt, so warum sollte das denn passieren? Das ist ja bei Hashimoto, einer Autoimmunerkrankung der Schilddrüse, so, dass sie ja im Grunde immer ziemlich entzündet ist. Also ich weiß jetzt nicht so genau, wie man das beschreiben soll, aber auf jeden Fall unter dieser entzündlichen Belastung, die Schilddrüse eben hat, ist sie selbst nicht mehr so gut fähig, die Schilddrüsehormone zu produzieren. Muss man sich dann eben so vorstellen, nimmt man dann Astaxanthin ein, ein Antioxidans, das eben diese Entzündung hemmt. Damit erleichtert man der Schilddrüse ein bisschen, wieder eigene Hormone zu produzieren. Und so ist es dann gekommen, dass einige Menschen, die Hashimoto hatten und mit den Medikamenten gut eingestellt waren, eben in eine Überfunktion rutschten, weil sie den Bedarf an den Hormonen im Grunde gesenkt haben, dadurch, dass die Schilddrüse durchs Astaxanthin entlastet wurde. Ich hoffe, das war nicht so kompliziert. aber ich denke mal, das ist so vielleicht verständlich gewesen. Oder fällt dir noch ein dazu? Ja, also das ist wirklich ein interessanter Effekt. Also am Anfang war das nur so sporadisch, deswegen hat man nicht großartig darüber nachgedacht. Aber das hat sich wirklich gehäuft. Also diese Berichte im Zusammenhang mit Schilddrüsenüberfunktion und Astaxanthin. Ja, und Hashimoto, eben diese entzündliche Krankheit, also da ist es ja so, wenn jemand die nicht kennt, ist ja wirklich sehr verbreitet, besonders unter Frauen. Der Körper bildet quasi Antikörper gegen die eigene Schilddrüse. Also der eigene Körper, das Immunsystem greift die Schilddrüse an. Und das ist ein dauerhafter, chronischer, entzündlicher Prozess. Und das scheint wirklich Astaxanthin, im Gegensatz zu allen anderen Antioxidantien, man weiß auch gar nicht, weil vorher diese Berichte hat man irgendwie, also wir haben es sonst nirgendwo gefunden, nur im Zusammenhang mit Astaxanthin wirklich sehr effektiv zu wirken. Und wir hatten jetzt wirklich schon viele Erfahrungsberichte, nachdem wir dann die Leute darüber
informiert haben, wir haben einen Artikel darüber geschrieben, die angefangen haben, Astaxanthin zu nehmen, sind dann eben in eine leichte Überfunktion gerutscht, haben das mit ihrem Arzt natürlich abgesprochen, was man immer tun sollte, und daraufhin haben die ihre die exogene Zufuhr von Schilddrüsenhormonen reduziert und kommen quasi seitdem mit weniger Medikamenten klar. Also es ist echt, das ist schon erstaunlich. Also wir haben da auch mit einigen anderen, die in dem Bereich sehr fit und aktiv sind, zum Beispiel die Jungs von edubili.de, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Nein. Phil und Chris, ist ein cooler Blog, unbedingt mal reinschauen auf jeden Fall. Mit denen darüber gesprochen, gefragt. Wie heißt der Blog? edubili.de. Wie schreibt man das? E-D-U-B-I-L-Y. Das ist eigentlich so, ich würde fast sagen, die Nummer 1 Anlaufstelle für das Thema Gesundheit, für uns zumindest geworden. Also die Jungs haben wirklich was drauf und haben einige Bücher auch mittlerweile herausgegeben. Und da besonders in Sachen Schilddrüsengesundheit. Neben Kira Hoffmann, die da in dem Bereich auch eine Ikone ist, die man über Facebook findet, haben die es wirklich drauf. Und ja, ich habe mal mit dem Phil von Edubili kurz drüber gesprochen, über das Phänomen. Ja, und er hat eben dasselbe vermutet wie wir. Also eben das Astaxanthin durch diese antientzündliche Wirkung, die dann in dem Fall auf die Schilddrüse wirkt, dazu führt, dass man seine Medikamentendosis reduzieren kann. Also das ist echt schon ein sehr starker Effekt. Das war das, was ich eingangs angedeutet habe. Also ist schon besonders. Also interessante Effekte für Hashimoto. Ja. Welche anderen Krankheitsbilder oder Bereiche werden denn gestärkt oder geschützt von Astaxanthin? Ich möchte mal bei Hashimoto mal anknüpfen. Das ist eigentlich auch ein guter Hinweis ist für die, die eigentlich nicht wissen, dass sie Hashimoto haben. Das ist nämlich eine Krankheit, die oft eigentlich gar nicht erkannt wird, bis es dann eben große Probleme gibt. Und zwar, unser Tipp ist eigentlich, wenn man jetzt sagt, ich habe eine Überfunktion, man weiß es, aber man weiß nicht, dass man Hashimoto hat und man oder eine Unterfunktion oder wie auch immer, man ist auf jeden Fall eingestellt mit Schilddrüsenhormonen. Und wenn man dann in eine Überfunktion rutscht durch Astaxanthin, dann sollte man auf jeden Fall überprüfen lassen, ob man eventuell Hashimoto leidet. Das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp. Stimmt. Genau. Ja. Also sonstige Krankheiten. Ja, man könnte im Prinzip alles dazu zählen, was so mit Entzündungen zu tun hat. Ne? Also wo ansonsten Leute chronisch oder regelmäßig Ibuprofen einwerfen, Arthritis, sowas, alles was auf Itis endet, könnte man was sagen. Ja. Also da haben wir schon viele Berichte gehört. Was haben wir sonst? Fällt dir gerade noch spontan noch was ein? Wie sieht's mit Herzgesundheit aus? Punkto Herzgesundheit. Da bin ich jetzt selbst ein bisschen betroffen, habe da bisher nichts drüber gelesen. Also sogar Herzgesundheit haben wir bisher gar nichts eigentlich so wenig gelesen. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht was gelesen hast. Ja, ich kann da kurz einspringen. Ach so, sorry. Nee, ich wollte nur sagen, es gibt also gerade Astaxanthin so im Körper so viele Auswirkungen haben kann, kann es ja letztendlich überall helfen, weil es den Körper entlastet und hilft ihm quasi dem Körper, sich selbst zu heilen, könnte man grob sagen. Deswegen, viele Sachen hat man schon gelesen. Die Sachen, die wir jetzt gerade genannt haben, sind eher so die, also so Rheuma, Arthritis, eben Hashimoto, Tennisarm, solche so Sachen, die im Alltag vorkommen. Da eben haben wir schon persönliche Erfahrungen mitgemacht in unserer Facebook-Gruppe oder im Bekanntenkreis. Deswegen haben wir es gerade mal so angesprochen. Aber ich weiß nicht, was hast du zum Thema Herzgesundheit? Das würde mich auch interessieren. Ja, ich habe gelesen, dass wir hatten ja eben schon darüber gesprochen, dass Astaxanthin sich in die Zellmembranen einbaut. Und das macht es auch in die Zellmembranen der Mitochondrien. Wie sagt man das auf Deutsch? Mitochondrien oder wie sagt man das? Ja, Mitochondrien. Dann sage ich es ja doch richtig. Ich wohne schon lange nicht mehr in Deutschland, deswegen manchmal. Sprachlich für mich nicht ein Problem, aber ich weiß nicht immer, wie man Sachen auf Deutsch ausspricht. Was ist denn hinverschlagen? Ich habe lange in Spanien gewohnt und wohne jetzt in Frankreich. Ah ja. Wir podcasten aber gerade aus Wuppertal, meiner ehemaligen Heimatstadt. Ah, okay. Da bin ich gerade zu Besuch. Und also das heißt, die Astaxanthin baut sich auch in die Zellmembran der Mitochondrien ein. Und das Herz ist der Ort, wo die Zellen die meisten Mitochondrien haben. Also zumindest beim Mann, bei der Frau ist es auch noch die Gebärmutter. Mhm. Ja, die Mitochondrien sind die Kraftwerke in den Zellen, die aus Glucose oder aus Ketonkörpern ATP produzieren. Also die machen, und ATP ist die Energie, die letzten Endes der Körper benutzt, um zu funktionieren. Mhm. Und wenn diese Mitochondrien geschützt werden, dann ergibt sich daraus einfach ein
ein herzschützender Effekt. Naja. Ja, das ist interessant, wo du es gerade ansprichst, weil die Mitochondriengesundheit, besonders jetzt in den letzten Jahren, sage ich mal, es ist ja, es wird ja immer mehr bewusst vielen Wissenschaftlern, dass die Mitochondriengesundheit eine extrem große Rolle spielt. Eigentlich bei allen Prozessen im Körper, aber wie du gerade schon sagst, die sind letztendlich dafür genau. da, dass alles läuft, alles angetrieben wird. Das ist eigentlich quasi so die grundlegende Eigenschaft, die dafür sorgt, dass unser Körper funktioniert. Ja, und das könnte ja auch nochmal ein Hinweis darauf sein, warum Astaxanthin eben bei so vielen Sachen hilft. Weil wenn die Mitochondrien selbst, wenn man an der Wurzel schon solche positiven Effekte verzeichnen kann, ja, es ist durchaus ein Hinweis auf dieses breite Wirkungsspektrum. Interessant, ja. Die Mitochondrien sind wirklich, wie du es gerade gesagt hast, dass die rücken jetzt so in den Fokus und sind so unglaublich wichtig. Also wir haben im Körper, ich bin mir nicht ganz sicher über die Zahl, aber die weiß ja eh keiner so richtig, aber ich glaube, es sind 10 Trilliarden Zellen im Körper, oder könnt ihr mich da korrigieren, weil es ist immer zwischen Englisch und Deutsch, da gibt es ja eine Milliarde, ist ja eine Billion und so weiter. Ja, genau, ja. Ist auch egal, wie viele. Es sind unglaublich viele, aber es sind dann pro Zelle haben wir zwischen 500 und 10.000 Mitochondrien in der Zelle. Ja. Und die sind halt einfach unglaublich wichtig, und wenn ich deren Gesundheit sozusagen verbessern kann und deren Funktionieren verbessern kann, dann ist natürlich unglaublich viel systemisch gemacht, ne? Und da scheint Astaxanthin einiges bewirken zu können. Dann habe ich gelesen, wie sieht's mit dem Gehirn aus? Ja, also über die Blut-Hirn-Schranke kommen die Antioxidantien ja hinweg. Also das Astaxanthin in diesem Fall. Konkret, ich würde jetzt einfach mal vermuten, in Sachen Demenz, alles was irgendwie neurodegenerativ in die Richtung geht, da wird es sicherlich seine schützende Wirkung haben. Also da sind mir jetzt auch noch keine konkreten Fälle bekannt. Vielleicht ist Astaxanthin auch noch ein bisschen zu jung dafür, um irgendwie Langzeiteffekte in dem Bereich anzugeben. Hier und da davon gelesen hat man auf jeden Fall schon mal. Also ich denke, sicherlich auch eine gute Sache. Also da scheint es Studien zu geben, die zeigen, dass Astaxanthin, also die Blut-Gehirn-Schranke, überwindet und dann eine neuronale Schutzwirkung hat. Jo. Und der auch ja bereits im Anflug befindlichen Welle von Demenzerkrankungen vielleicht ein bisschen Einhalt gebieten kann. Das, wie du sagst, das wissen wir wahrscheinlich noch nicht so genau, aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, der sehr interessant sein könnte, denn da haben wir wirklich Schlimmes zu befürchten. Auf jeden Fall. Das ist ja auch nochmal diese Art der Erkrankungen, die Zahl steigt ja auch über die letzten Jahre, Jahrzehnte. Ja, also kann durchaus, also sicherlich auch an unseren modernen Lebensstil, den wir vorhin schon mal thematisiert haben, angekoppelt, ne? Vielleicht auch die verminderte Aufnahme von Antioxidantien und so weiter, wer weiß das schon. Also besonders dieser Demenzbereich, da scheiden sich auch noch die Geister, also so 100% sicher, was da die Ursachen sind, weiß man ja immer noch nicht. Aber seine Nerven zu schützen, also der Neurodegeneration da entgegenzuwirken durch zum Beispiel Astaxanthin, ist sicherlich eine gute Sache, ja. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Ja, klasse. Wie sieht's mit Haut und Gelenken aus? Ja, ist auch nochmal ein guter Punkt. Haut zum Beispiel, damit kann man Frauen immer ganz gut locken, weil diese färbende Wirkung von Astaxanthin, also man kennt das vielleicht von Beta-Carotin. Die ein oder anderen haben sicherlich schon mal Beta-Carotin-Kapseln eingenommen und gemerkt, dass die Haut ein bisschen orange wird. Also es ist dann manchmal, es kann schon unangenehm werden. Ich hatte das damals, ich habe es auch mal eine Zeit lang gemacht, und ich hatte wirklich, es sah aus wie so ein Klischee-Asiate. Ach, so gelb sind die dann ja eigentlich gar nicht. Aber ich war es auf jeden Fall. Also sah schon ein bisschen merkwürdig aus. Bei Astaxanthin ist dieser Effekt eher positiv. Also es ist so eine natürliche, so eine leichte Röte, die sich in die Haut einschleicht, die dabei eher bräunlich wird und als sehr attraktiv angesehen wird. Also damit kann man, wie gesagt, Frauen ganz gut locken. Und das ist auch einer der Effekte, der bei Astaxanthin schnell beobachtet werden kann. Also so, die Leute wollen ja mal einen schnellen Effekt. Und das ist eigentlich einer davon. Also Hautgesundheit, also einmal natürlich auch der Schutz vor den UV-Strahlen, auch noch was, aber auch ästhetisch sozusagen. Genau. Ästhetischer Ebene. Auch in Bezug auf Hautunreinheiten und Entzündungen. Ich meine, letztendlich ist ja jeder Pickel eigentlich auch eine Entzündung. Und
Ich habe das zum Beispiel bei einer Freundin früher auch mal probiert. Ich habe gesagt, sie hatte einige Probleme da mit der reinen Haut und war sehr unzufrieden. Da habe ich ihr das eben auch mal gegeben und ein bisschen an die Ernährung geschraubt und ihr Hautbild hat sich wirklich ja ziemlich drastisch verbessert, muss man wirklich sagen. Also letztendlich ist ja, das ist ja auch wieder logisch nachvollziehbar. Ja, Pickel ist eine Entzündung. Wenn ich die Entzündungswerte, das Level in meinem Körper senke, habe ich letztendlich natürlich auch weniger Entzündung im Gesicht, zum Beispiel auf meiner Gesichtshaut. Ja. Das heißt, mit Astaxanthin kann ich die Haut einerseits attraktiver aussehen lassen durch eine leichte Färbung, andererseits durch die entzündungshemmende Wirkung die Hautqualität generell verbessern und die Haut vor oxidativem Stress durch UV-Strahlung beispielsweise schützen, richtig? Ja, genau. Das sind so die drei Aspekte. Also schon... durchaus eine gute Rundumversorgung, kann man sagen. Ja. Wie sieht es mit Gelenken und also Arthritis, Arthrose und so weiter aus? Genau, also da haben wir auch erste Berichte von Leuten reinbekommen. Also es fing auch relativ früh an. Also da scheinen die Leute auch sehr gut drauf anzusprechen. Also auch punkto Reduktion von Entzündungshämmern, die wirklich chronisch eingenommen werden müssen, weil sich eben die Symptome gebessert haben. Also wir hatten auch schon Leute, die haben zum Beispiel sowas wie einen Tennisarm, also solche Sachen gehabt und konnten ihre Medikamente dann ganz weglassen oder hatten keine Probleme mehr. Dann hat man Berichte bekommen, ja, ich hatte hier schon seit Jahren immer mal wieder und seitdem ich Astaxanthin nehme, komplett weg. Ne? Also alles, was da im Punkto Gelenken auch mit Entzündungen zusammenhängt. Ja. Also Arthritis, wie du gerade schon sagtest, sowas wie ein Tennisarm, ja, solche Dinge. Okay, spannend. Also um das mal zusammenzufassen, wir haben hier ein Antioxidant, das in der Lage ist, meine Augen zu schützen, mein Herz zu schützen, generell Entzündung zu reduzieren. Ich habe was von Immunsystemstimulanz gelesen. Durch die generell protektive Wirkung auf die Zellen auch einen gewissen Schutz vor Krebs. Sicherlich, ja. Die Haut wird verbessert. Wow. Ja, genau. Das ist sehr verlockend. Also man kann die Leute gut dafür begeistern. Aber die Leute bleiben auch dabei. Also das ist ja bei vielen Nahrungsergänzungsmitteln so, dass man sagt, oh, das hört sich ja toll an, das probiere ich mal aus, es geht uns selbst auch so. Aber viele Sachen, die vernachlässigt man irgendwann, weil man ja nichts merkt in dem Sinne oder weil man denkt so, oh, ja gut, irgendwie hört man dann doch mal wieder was Negatives hier und da. Ich lasse es doch mal weg, das Geld spare ich mir. Und so geht es sicherlich vielen Leuten, aber bei Astaxanthin kann man einheitlich beobachten, die Leute bleiben dabei. Also das ist durchaus auch nochmal eine einzigartige Eigenschaft. Ja. Ständig. Mir scheint das auch wirklich so besonders zu sein und so speziell zu sein, dass ich deswegen auch wirklich diesen Podcast machen wollte. Ja. Interessant. Auch schon zu diesem frühen Moment innerhalb der Show, weil es ein sehr herausstehendes Nahrungsergänzungsmittel ist. Es ist jetzt nicht irgendwas, ich habe auch schon viel ausprobiert, aber solche massiven Eigenschaften hat eigentlich kaum etwas. Das andere, was mir einfällt, sind Spirulina und Chlorella. Ja, stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also stimmen wir dir auf jeden Fall zu. Ja. Gibt es denn Nebenwirkungen? Negative Nebenwirkungen? Also es gibt eigentlich keine, also es wurde bisher zumindest in keinen Studien festgestellt, dass irgendeine Negativwirkung eingetreten wäre. Das ist auch früher, als wir die Seite so aufgebaut haben, da war wirklich gar nichts zu finden. Es gibt jetzt tatsächlich in einigen Facebook-Gruppen vereinzelt Berichte von Leuten, die von Haarausfall sprechen. Allerdings sind wir uns da nicht ganz sicher, wieso das zustande kommen sollte. Denn die Wirkung sollte eigentlich genau umgekehrt erfolgen, dass Leute, die eventuell sogar die Haarausfall haben, von der Einnahme profitieren sollten. Außer der ist auf jeden Fall da nichts bekannt. Ja, also wir haben, was man immer mal wieder liest, es gab Leute, die hatten dann ein bisschen Magenprobleme oder so einen leichten Ausschlag oder sowas in der Richtung. Da haben wir uns am Anfang auch gefragt, woran das dran liegen könnte. Sind dann schnell darauf gekommen, dass Astaxanthin oft in Distelöl, also? Genau. Genau, in Distelöl vorliegt in den Kapseln. Und viele Leute haben Probleme mit Korbblütlern generell, also Allergiker. Und Disteln gehören eben dazu.
Und wir haben dann schnell gesagt, du, hier, es gibt auch Präparate mit Olivenöl, probier das doch mal aus. Und das hat schon viele Probleme gelöst. Also das war eine Nebenwirkung quasi, die mit dem Astaxanthin eine Zeit lang nachgesagt wurde, die aber letztendlich nichts mit dem Stoff selber zu tun hatte. Okay. Ja, und was Marco gerade nochmal sagte, ist auch nochmal ein guter Hinweis. Hier. Haarausfall? Genau, im Punkto Haarausfall. Genau, weil er sagte, eigentlich sollte das dagegen wirken. Es gibt nämlich Studien, die haben quasi untersucht, wie sich Astaxanthin auf die Hormonspiegel sozusagen in dem Bereich ausübt. Und beim Mann ist ja verantwortlich für Haarausfall, für den erblich bedingten, das DHT, also Dehydrotestosteron, also das eigentlich aktiv wirkende Testosteron. Und Astaxanthin konnte in den Studien in Kombination mit anderen Präparaten, deswegen sehr schwammig, dazu führen, dass weniger Testosteron in DHT umgewandelt wurde. Also wenn, dann sollte es eigentlich eher einen vermindernden Effekt auf Haarausfall haben. Aber naja, wie gesagt, also das sehr vereinzelte Berichte und nichts, was ich jetzt als oder was wir als Nebenwirkung wirklich bezeichnen würden. Naja, okay. Sollte angesprochen werden. Ich habe gelesen, dass von der Studienlage gilt es als extrem sicheres Nahrungsergänzungsmittel, wo einfach keine wirklichen negativen Effekte bekannt sind. Genau. Jetzt, wir hatten am Anfang mal darüber geredet, Astaxanthin muss man nicht nur als Pillen nehmen, sondern es gibt es auch in Nahrungsmitteln, zum Beispiel in Lachs. Wäre das jetzt nicht eine Alternative zu sagen, ich möchte eigentlich keine Pillen schlucken, ich esse jetzt immer Lachs? Das ist wahrscheinlich davon abhängig, welchen Lachs man isst. Wenn man natürlich ein Großteil des Lachses, den wir im Supermarkt kaufen können, ist ja leider aus Aquakulturen und da wird wirklich nur der Farbe wegen Astaxanthin gegeben und dann noch meistens synthetisch ist. Also das sehr günstige und schlecht bioverfügbare, das eben nämlich nur dazu dient, den Lachs schön aussehen zu lassen. Aber sonst generell, wenn man sich da an natürlichen Lachs hält, ist es sicherlich eine gute Quelle. Ja, also da wäre dann, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, ich glaube der kanadische Rotlachs, ich weiß nicht, wie er sich nennt, Königslachs oder in der Richtung, da gibt es, es gibt in der Natur vorkommende Lachssorten, die damit durchaus potent ausgestattet sind, damit könnte man sich sicherlich versorgen, ja, aber wirklich nachhaltig ist das Ganze auf keinen Fall, also ne, muss man sich ja sowieso drüber streiten, wer sollte Fisch essen, wer nicht, vielleicht nur die Leute, die am Meer leben, ansonsten die Aquakulturen sind das Einzige, was dafür sorgen kann, dass nachhaltig jeder Fisch essen kann. Wie die Qualität des Fisches dann ist, ist natürlich dann auch wieder eine andere Frage. Und in puncto Astaxanthin, wie Marco gerade schon sagte, ist das auf jeden Fall nicht der richtige Weg, sage ich mal. Ja, Also synthetisches Astaxanthin, das möchte ich an dieser Stelle mal loswerden, wird aus Chemikalien hergestellt, also aus Erdöl. Ja, gut, das schmieren sich ja die viele Menschen auch gerne auf die Haut, von daher ist das ja vielleicht kein Ausschlusskriterium. Ja, aber viele Menschen, also der Sinn von diesem Podcast und von Bio 360 ist es, einfach Aufklärung zu betreiben. Genau, das ist meiner Meinung nach, Scherz, ja. Genau, ja. Meiner Meinung nach ist das Mangel an Detailwissen oft der Hintergrund dafür, dass uns viele Dinge egal sind oder wir halt Dinge einfach machen, weil wir nicht genau wissen, was eigentlich die Wirkmechanismen sind, was dahinter steht, wo die Sachen herkommen und so weiter. Und zu wissen, dass aus Erdöl hergestelltes Astaxanthin den Lachsen gegeben wird, also die Lachse normalerweise essen diese Hämatococcus pluvialis. Hämatococcus pluvialis Alge und nehmen damit das Astaxanthin auf. Da die Lachse in den Zuchtbecken keinerlei Algen haben, wäre deren Fleisch nicht rot. Deswegen werden die Lachse quasi mit diesem aus Erdöl hergestellten Astaxanthin gefärbt. Ja. Ich muss kurz dazu sagen, ich glaube, der Lachs selbst isst die Alge nicht, sondern der Lachs wiederum isst Krebstiere, die Alge gegessen haben. Ja, genau, richtig, stimmt. Ja. Da er aber auch diese Krebstiere nicht isst, bekommt er diese Färbung nicht. Das heißt, diese Tiere werden mit was werden die eigentlich gefüttert? Ich weiß es gar nicht. Ja, mit irgendwie, das sind dann so Bottiche, da steht dann irgendwas Kryptisches drauf und da ist irgend so ein Pulver drin und das kippt irgendwer in das Becken, würde ich sagen. Was da genau drin ist, wer weiß das schon. Also
Ja, ich hab Verwandte, die so eine Aquakultur in Asien mal besichtigt haben und da steht dann irgendwie so ein Schuppen am Rand und der ist dann voll mit irgendwelchen Chemikalien und sonst was für Tüten, Antibiotika und ist nicht wirklich schön. Also ich will nicht ausschließen, dass es auch Aquakultur gibt, wo das anders gehandhabt wird. Das ist auch sehr wünschenswert, weil wie gesagt, um das Ganze ein bisschen nachhaltiger zu gestalten und nicht die ganzen Meere, Flüsse, sonst was leer zu fischen, ist das sicherlich eine ganz gute Idee. Aber so in der breiten Masse ist das noch nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, was da gemacht wird. Ja, okay. Also von mir die eine Warnung in Richtung normaler Lachs. Also ich persönlich esse nur Wildlachs, ja, weil ich überhaupt kein Vertrauen in irgendeine Art von Aquakultur habe. Ja, ey, das kann ich verstehen. Ja, und ich möchte wirklich, also das synthetische Astaxanthin ist übrigens nicht für den Menschen zugelassen. Aber wir nehmen es natürlich dann doch auf in der Nahrung, wenn wir entsprechende Kunstprodukte wie halt eben den orangenen Lachs essen. Genau, also soweit ich weiß, wird es aber trotzdem als sicher für den Menschen angesehen. Ne? Also ich meine, das ist da eine konkrete Studie, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber ich meine, dass ich mal eine gelesen habe, wo halt gesagt wurde, von der Wirkung her ist es auf keinen Fall vergleichbar. Kann sogar negative Auswirkungen haben, wird aber generell nicht als gefährlich eingestuft. Aber was davon zu halten ist, naja gut. Hast du da nähere Informationen? Das ist in welcher Art und Weise nicht zugelassen? Also wirklich ja quasi verboten? Oder wie sieht das da aus? Es hat einfach also es ist nicht getestet für den Menschen sozusagen. Ja, ja, okay. Ja. Und also es ist nicht... da die Frage leite ich jetzt direkt mal an dich weiter. Kann man Astaxanthin als synthetisches Produkt, als Nahrungsergänzungsmittel kaufen? Ja. Kann man. Kann man. Aus Asien. Okay. Alibaba, alles grüßen. Sehr billig auch. Sehr, sehr billig wirklich. Und deswegen, das ist auch nochmal so ein Ding. Also Amazon hat ja im Moment den Riegel vorgeschoben. Also es wird keine neuen Leute geben, die Supplemente auf Amazon verkaufen dürfen. Die Leute, die schon drin sind, da sind eben viele dabei, die wollen nur Geld verdienen. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, aber es gibt viele Supplementlinien, also Pseudomarken, nenne ich sie mal, die Supplemente jeglicher Art vertreiben, aber eben oft in sehr fragwürdiger Qualität. Also wenn man sich Astaxanthin mal anguckt auf Amazon, da wird man auch schnell fündig und stößt da auf Präparate, die extrem billig sind im Vergleich zu den gängigen, zum Beispiel aus Hawaii oder Israel, wie auch immer. Also das sind die vertrauenswürdigen Quellen. Es gibt jetzt noch in Skandinavien neu erschlossene Quellen, sage ich mal, die auch okay zu sein scheinen. Viele Produkte enthalten eben synthetisches Astaxanthin aus China. Und das sieht man ganz klar am Preis. Also das kostet wirklich nur einen Bruchteil von dem sonstigen Astaxanthin. Von der Quelle wird da in der Regel dann auch gar nicht gesprochen. Und da würde ich auch die Finger von lassen. Also, ja, okay. Also sowas sollte eigentlich gar nicht am Markt sein, oder? Ja, eigentlich nicht, ne. Das sehe ich auch. Okay, das ist natürlich beunruhigend, wenn man sowas auf Amazon findet. Habe mir eins gekauft, das heißt Insight. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, ich glaube, das ist eins von den sehr günstigen, oder? Ich habe erstaunlich wenig, ich habe das, bevor ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich mir das gekauft, noch bevor überhaupt die Idee zu diesem Podcast entstanden ist, und habe ausnahmsweise mal erstaunlich wenig Research betrieben, bevor ich diese Dose gekauft habe. Man vertraut ja normalerweise auch dem Angebot auf Amazon zum Beispiel. Also ich kritisiere damit auch nicht Amazon jetzt generell. Also wir kaufen auch sehr viel da. Aber es war eben eine Zeit lang, standen die Türen sperrangelweit offen für jeden, der Supplemente oder sonst was anbieten wollte. Insight, wir gucken uns das gerade mal an hier. Ja, also es steht drauf, dass es natürlichen Ursprungs ist und rein aus der Alge hergestellt ist. Das ist jetzt ja auch gar nicht so, gehört ja gar nicht, also so selbst preislich ist es jetzt ja auch nicht so eins von den Billigprodukten. Kriegst ja hier, glaube ich, 90 Kapseln, 12 Milligramm für 30 Euro. Die billigen sind dann eher so 12 Milligramm, 120 Kapseln für 15 Euro. Also da kann man schon mal hellhörig werden. Okay. Ja, was ist denn, lass uns mal darauf kommen, was ist denn eine richtige Dosis? Und worauf muss ich dann achten, wenn ich mir ein Astaxanthin kaufe? Also die Dosis machen wir mal ziemlich davon abhängig, wie der Lebensstil ist. Wenn man jetzt selber schon sehr, sehr gesund lebt und ja entsprechend meinetwegen vielleicht Blaulichtbrillen trägt,
kein Alkohol trinkt, nicht raucht und eben ziemlich so ein Lebensziel hat, dann ist sicherlich eine Dosis von 4 Milligramm kann da ausreichend sein. Das machen wir natürlich aber sehr stark davon abhängig, welche Krankheitsleiden, wie der Lebensziel ist. Es gibt sicherlich auch Menschen, bei denen es Sinn machen würde, die vielleicht viel rauchen, wenig schlafen, viel Stress haben und am Wochenende noch Alkohol trinken. Da würden wir bestimmt empfehlen, ruhig 24 Milligramm am Tag einzunehmen. Das muss man dann also wirklich sehr stark davon abhängig machen, wie man lebt. Ja, genau. Gibt es da so eine Oberdosis? Also generell, wir hatten schon Leute, die haben bei 36 Milligramm mehr Effekt bemerkt als bei einer Dosis von 12 zum Beispiel. Also die Leute haben sich auch ein bisschen hochgearbeitet. Also man könnte fast sagen, das Prinzip viel hilft viel, hat sich da wieder ein bisschen eingeschlichen, weil die Leute sind wirklich sehr konservativ gestartet mit 2 bis 4 Milligramm so in dem Bereich und da wurden auch schon gute Effekte gemessen. Also die meisten Studien wurden ja auch eher mit 4 Milligramm zum Beispiel angestellt, Studien mit Rauchern zum Beispiel, wo sich das Ganze sehr positiv ausgewirkt hat. Ist schwer zu sagen. Also da es halt nicht überdosiert werden kann in dem Sinne, ist das wirklich so ein Herantasten. Also wir haben uns jetzt auf 12 Milligramm irgendwann festgefahren. Wir lassen es hin und wieder mal weg, weil wir machen es eigentlich beide so, dass wir keine Nahrungsergänzung wirklich jeden Tag nehmen, sondern mischen ab und zu mal 1-2 Tage ein, wo wir quasi nichts nehmen. Aber die meisten Leute nehmen jetzt 12 Milligramm und können da auf jeden Fall positive Effekte feststellen. Also mehr ist, glaube ich, nicht möglich, nötig normalerweise. Also es war, ich glaube, ein Fall, wo jemand davon gesprochen hat, dass bei 36 Milligramm ist er quasi aufgeblüht. Also ist seine Krankheitssymptome da, haben sich deutlich verringert. Ich glaube, das war auch irgendeine chronisch entzündliche Krankheit. Ja, ich glaube auch. Ja, genau, ich weiß nicht mehr genau welche. Aber bei 12 Milligramm scheint jeder positive Effekte zu bemerken und sein Leiden irgendwie in den Griff zu kriegen. Und bei mehr haben wir selten dann nochmal explizite Berichte gehört, dass es dann wirklich noch mehr gebracht hat. Mit 4 Milligramm, also man kann ruhig mit 12 Milligramm starten, wie wir vorhin schon mal gesagt haben, vielleicht so eine Art Ladephase, um das ein bisschen schneller im ganzen Körper anzureichern. Muss man vielleicht auch nicht unbedingt, muss ja nicht immer alles schnell gehen. Also man kann sich ruhig mit 4 Milligramm rantasten. Also da haben wirklich viele Leute auch schon einen positiven Effekt. Okay, also der Sweet Spot liegt irgendwo zwischen 4 und 12. Genau, ja. 4, 6, 12, das sind so die Dosen, würde ich auf jeden Fall auch so sagen. Okay, und soweit ich weiß, auch extremes Überdosieren hat keine schädigende Wirkung gezeigt. Genau, richtig. Das ist auf jeden Fall auch so, ja. Ja, das soll jetzt kein Ansporn sein, das zu tun, sondern ich denke, dass ihr empfehlt, in diesem Bereich sich zu bewegen, genau. Oder 4 bis 12. Ja, also pauschal auf jeden Fall 4 bis 12. Wie Marc schon sagt, wenn man extrem belastet ist in seinem Lebensalltag, kann man ruhig auch vielleicht einfach mal eine Zeit lang höher dosieren. Oder wenn man auf Reisen ist und weiß, boah, jetzt steigt mein Stresslevel auf jeden Fall an und ich möchte nicht krank werden oder ich weiß, dass ich da anfällig bin, vielleicht auch einfach ruhig mal höher gehen. Aber so die Erhaltungsdosis 4 bis 12 auf jeden Fall, ja. Ja, ja, Reisen ist ein gutes Stichwort, denn wenn ich eine Flugreise mache, was ich häufiger unternehme, dann wird man bei einer Flugreise sehr starkem oxidativen Stress ausgesetzt durch die höhere Strahlung in den höheren Ebenen. Und durch die lauten Geräusche vor allem auch, das darf man nicht unterschätzen, das macht auch sehr viel aus. Ja, das heißt, da kann man also durchaus mal vielleicht 24 Milligramm oder sowas nehmen. Genau, das ist so das, wie wir vorgehen, so wie wir das auch am Anfang so einigen wissenschaftlichen Arbeiten entnommen haben. Das scheint durchaus Sinn zu machen und das ist ein Vorgehen, das mittlerweile auch viele befolgen. Okay, da merkt man dann natürlich, also ich hatte eben gefragt, wie kann man Astaxanthin auch aus Nahrungsmitteln bekommen? Der gute Sockeye-Wildlachs, den ich so gerne esse, hat 3 Milligramm pro 100 Gramm Lachs. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt auf 12 kommen wollte, müsste ich 400 Gramm Sockeye-Wildlachs pro Tag essen. Da zeigt sich, glaube ich, dass das ein ganz unrealistisches Szenario ist. Auf jeden Fall, ja. Das auf jeden Fall. Okay. Dann ich
Ihr habt eben von Distelöl gesprochen und von Olivenöl. Ja. In dem Insight, was ich habe, soll jetzt keine Werbung sein, ist einfach irgendein Produkt, was ich, wie gesagt, mit sehr wenig Research mir mal gekauft habe. Fokus. Ich habe aber mal jetzt für die Sendung mal nachgeguckt und das ist eine Kapsel und in dieser Kapsel ist braunes Reismehl als Füllstoff quasi drin. Ah, ja. Und ihr spracht jetzt von Öl. Was ist da zu empfehlen? Wie sind da die Zusammenhänge? Ja, also das ist auch eine Sache, die kontrovers diskutiert wird, weil wenn du deine Kapseln zum Beispiel hast, dann hast du da immer ein bisschen mehr Sauerstoff zum Beispiel drin. Und dann die Kapsel an sich ist ja luftdicht verschlossen, aber ein kleiner Teil wird sicherlich mehr oxidieren, als wenn du eine mit Öl gefüllte Kapsel hast, der auch meistens noch ein bisschen Vitamin E zugesetzt ist, was dann auch nochmal mehr schützen soll vor das Astaxanthin selber vor Oxidation. Ob das nötig ist oder nicht, ist dann auch wieder fragwürdig, weil es gibt auch Produkte. Ja, aber gerade die Öle, ja. Also genau in diese Richtung geht meine Frage auch. Ja. Denn das Distelöl ist ja bei mir jetzt eigentlich nicht populär, weil es halt eins von den Pflanzenölen ist, die halt eben im Normalfall bereits oxidiert sind, wenn sie uns im Laden verkauft werden. Ja, also da sollte man natürlich. Also erstmal ist die Menge ja sehr gering. Bei Distelöl, ja genau, ich glaube, das ist wirklich zum großen Teil mehrfach ungesättigt. Da ist die Chance ein bisschen höher, das stimmt wohl. Ob man da jetzt pauschal von ausgehen sollte, dass es immer oxidiert ist. Also ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist ein Punkt, wenn man ganz sicher gehen sollte. Olivenöl ist sicherlich ein bisschen empfehlenswerter, weil es etwas stabiler ist, weil da hast du nicht so viele mehrfach Ungesättigte, dafür eher einfach Ungesättigte, die da ein bisschen resistenter sind. Dann gibt es auch Astaxanthin mit Kokosöl, dann ist man nochmal eine Stufe sicherer. Ah, welches, Das genau. Ist ja eine gesättigte Fettsäure und die sind halt oxidativem Stress gegenüber fast gewappnet. Ja, sehr resistent. Ja, hast du da einen Name? Marken, Produktnamen? Habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Also die meisten sind eher in Richtung Oliven- und Dieselöl immer noch unterwegs. Wir nehmen meistens jetzt Produkte mit Olivenöl, glaube ich, haben wir jetzt. Ja, ja. Genau. Wir haben die, welche sind das noch? Das sind die von Ivarsson, glaube ich. Ja, genau. Vitalascin haben wir lange genommen. Nehmen wir aber auch gerne das Bio-Ascin von Nutrex, weil es ist wirklich pro Kapsel nur ein halbes Gramm Öl, das man da zu sich nimmt. Und das von Nutrex ist eben das Bio-Ascin ein bisschen günstiger in der Regel und deswegen greifen wir immer noch gerne dazu. Genau, und man muss auch sagen, ist in der Szene in der letzten Zeit ein bisschen laut geworden. Also Marco meint auch aus eigenen Erfahrungen, aus seiner Familie und auch er selbst, dass das von Nutrex, also das ursprüngliche, sag ich mal, aus Hawaii, damit hatten wir die besten Erfolge. Also dieser Schutz vor Sonnenbrand zum Beispiel, das ist ja eine Sache, die merkt man dann schon. Und seitdem einige Bekannte auf das Vitalascin umgestiegen sind, haben wir vermehrt gehört, dass es da dass man nicht mehr ganz so geschützt ist. Und das haben wir auch in der Gruppe. Also wir haben das erst in der Gruppe gehört, in unserer Facebook-Gruppe und auch in den anderen Gruppen, aber dann eher immer so ein bisschen gedacht, so, ach, das sind vereinzelte Sachen, ist ja auch sehr subjektiv. Und aber da die Verwandten, sage ich jetzt mal, nichts davon wussten und da wir das da dann auch hergehört haben, es war schon irgendwie interessant. Also von daher, das Produkt, dem wir am meisten vertrauen, ist immer noch das Nutrex in dieser gelb-orangen Dose von Hawaii. Ja. Okay. Und das ist mit welchem Öl? Mit Olivenöl? Das ist jetzt mit Distelöl. Es gibt eine Variante mit Olivenöl, die ist allerdings einiges teurer. Okay. Ja. Okay. Ich vermute mal, dass das Astaxanthin ja dasjenige ist, was auch dann das Öl vor der Oxidation schützt. Genau, das ist auf jeden Fall so und die Dosen sind auch alle also braun oder nicht lichtdurchlässig, die Kapseln dann auch nochmal und normalerweise hält sich ja auch selbst Distelöl schon eine ganze Zeit lang in diesem Zustand, ohne dass es dann oxidiert, also ich schätze diese Problematik eher als gering ein. Wobei ich zum Beispiel ein Fischöl-Supplement nehme ja auch viele ein, hat auch sicherlich seinen Stellenwert, wobei ich da auch immer sehr skeptisch bin. Also deswegen habe ich die jetzt auch jahrelang, habe ich da gar nichts mehr gemacht. Also ich esse persönlich viel Fisch. Hering zum Beispiel esse ich gerne, ist günstig, hat auch viel Omega-3. Deswegen ist das nicht so das Ding. Aber dem stehe ich auf jeden Fall auch sehr skeptisch gegenüber, weil wer weiß, was in den Kapseln da drin ist. Und ich nehme lieber gar kein Fischöl, kein Omega-3 auf als ranziges Omega-3.
Von daher, ja, ich kann deine Bedenken auf jeden Fall nachvollziehen. Also immer schön hinterfragen alles, ja. Das ist aber gut. Ich werde mich auf jeden Fall mal schlau machen auf Kokosnussöl basierten Präparaten und aber vielleicht ist ja auch das, was ich habe, gar nicht so schlecht, wenn erstmal direkt gar kein Öl drin ist. Ja, das kann auch sein. Also es gibt auch durchaus bestimmte Kapseln. Also wir haben uns damit auch intensiv beschäftigt und bei einigen Lohnherstellern angefragt, welche Kapseln die da eigentlich so verwendet werden. Also man muss auf jeden Fall dazu da schon mal sagen, dass Gelatine-Kapseln per se den Inhalt besser vor Oxidation schützen, als die aus Zellulose tun, genau. Und dann gibt es aber auch nochmal spezielle Kapseln, also Pululan-Kapseln fallen mir da zum Beispiel jetzt ein, die sind aus aus Tapioca-Stärke, glaube ich, gemacht. Und die schützen den Inhalt nochmal besser vor Oxidation. Also da gibt es auch durchaus Unterschiede. Schaut der Hersteller natürlich nicht so oft nicht drauf. Ja. Okay. Ja, interessant. Gut. Ja, ich denke, wir haben in dieser Monsterfolge das Thema Astaxanthin gut beleuchtet. Ja, ich denke auch. Ist ein sehr, sehr interessantes Supplement. Vielleicht so eins der Master-Supplemente überhaupt. Ja, für uns ist es das definitiv, ja. Es ist das definitiv geworden. Okay. Wo können wir euch denn finden? Ja, also es gibt es auf Facebook, wir haben da eben eine Gruppe, die ist, glaube ich, am einfachsten zu erreichen über unsere Website astaxanthin360.de. Da haben wir schon so einen Grundstock von Artikeln, haben dann noch vor dem Netz ein bisschen was auszuarbeiten und da gibt es eine ganz gute Einführung in das Thema. Genau, also wir haben auch eine Kommentarfunktion, darüber kann man sich mit uns in Verbindung setzen oder mit anderen diskutieren. Wer gerne möchte, kann uns auch Erfahrungsberichte zuschicken. Die sammeln wir dann, wenn wir mal dazu kommen, in dem Bereich Erfahrungen auf unserer Seite. Ist auch ganz interessant. Ja, oder eben die Facebook-Gruppe, da wird immer ganz rege diskutiert. Da ist auch jeder willkommen. Okay, also ihr habt astaxanthin360.de. Genau. Da kann man, wer jetzt noch mehr erfahren möchte über Astaxanthin, kann da noch mehr nachlesen. Und es gibt dann die Facebook-Gruppe. Wie heißt die? Die heißt, glaube ich, einfach Astaxanthin 360, die offizielle Gruppe. Glaube so in dem Sinne. Okay, und da gibt es noch mehr Informationen und da kann man sich dann auch austauschen mit Gleichgesinnten und ihr seid ja dann da wahrscheinlich auch moderierend unterwegs, oder? Ganz genau, ja. Okay, ich werde euch noch verlinken. Ihr müsst euch das also jetzt, du Zuhörer, musst dir das jetzt nicht aufschreiben. Ich verlinke das in den Shownotes. Die Shownotes dieser Folge sind bio360.de/shownotes-asta. bio360.de/shownotes-asta. Marco, Cornelius, das war eine klasse Folge. Es war mir wirklich eine große Freude, mit euch zu sprechen. Uns auch. Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal auch im richtigen. Ja, vielleicht klappt das mal. Ja, wir sind auf jeden Fall auch gespannt, wie du dein Projekt so vorantreibst und werden das auf jeden Fall auch verfolgen. Da sieht, hört man sich bestimmt nochmal wieder. Auf jeden Fall. Ja, es hat mich riesig gefreut und dann verabschiede ich mich von euch. Alles klar. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Ja, wenn du das Gefühl hast, dass dir diese Episode was gebracht hat, dann hast du die Möglichkeit, dich ein wenig zu revanchieren. Und das geht ganz einfach. Du kannst zum Beispiel auf meine Seite gehen, bio360.de, und da gibt es eine Rubrik, ich helfe dem Projekt. Und ja, liest dir das mal durch. Es kostet dich alles nur ein paar Sekunden oder Minuten und du kannst mich da riesig unterstützen. Ich freue mich darauf. Ich belasse es für heute mal dabei und wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Danke, dass du dabei warst und ich wünsche dir einen super schönen Tag. Mach's gut. Ciao. Bio 360. Zurück ins Leben. Komm mit mir auf eine Reise. Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit. Ich möchte dir das Wissen und den Mut vermitteln, den ich gebraucht hätte, als ich ganz unten war.
Dabei will ich dir helfen, wieder richtig in deine Energie zu kommen. Zurück ins Leben.